Schönen guten Tag, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt in der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Heute geht es um Fragen aus dem YouTube-Kanal, der übrigens neuerdings unter der Domain wbs-law.tv zu finden ist. Vielleicht eine Webadresse, die man sich ein wenig besser merken kann. Los geht's mit einer Frage von 44KOQ. Er fragt, wie sieht's aus, wenn ich Videos von YouTube öffentlich vorführen möchte? Eigentlich sind die Videos ja schon öffentlich. Geht das überhaupt? Leider nein, denn diejenigen, die bei YouTube was online gestellt haben, die haben auch weiterhin die Rechte und die wollten nur, dass die Sachen bei YouTube online sind und nicht auf irgendwelchen Verkaufsveranstaltungen im Fernsehen oder sonst irgendwo. Man findet zwar immer mal wieder YouTube-Videos auch im Fernsehen, aber eigentlich geht das nicht. Hier begehen die meisten Fernsehsender eigene Urheberrechtsverletzung, denn seltenst sind wahrscheinlich die einzelnen Produzenten der Videos gefragt worden. Also, öffentliches Vorführen von YouTube-Videos geht nicht, solange man nicht das Einverständnis des jeweiligen Videofilmers hat. Dann fragt NRW100TV, ist es möglich, dass ich bei JustinTV runtergeladene Videos von YouTube zeige? JustinTV ist so ein Livestreaming-Channel. Kann ich auch nur glasklar zu sagen, die Frage passt in den gleichen Kontext. Das wäre wieder ein öffentliches Aufführen von YouTube-Videos. Das ist leider nicht erlaubt, auch wenn es immer mal wieder zu finden ist. YouTube-Videos selbst darf ich mir natürlich zu privaten Zwecken herunterladen und damit direkt die Antwort auf die Frage von Nelluladi. Cloakenfish fragt, wie sieht's aus, wenn mein Rechner benutzt wird für eine Cyberware-Attacke, zum Beispiel eine DDoS-Attacke, und damit habe ich eine Webseite attackiert, aber nur 10 Minuten, kann mich dann die Polizei besuchen? Praktisch gesehen ja, wenn ich Schäden angerichtet habe, können die auch schon nach 10 Minuten passieren. Technisch gesehen ist es selten, also ich habe noch nie gehört, dass einzelne Computer zurückverfolgt werden sind, die an einer DDoS-Attacke beteiligt waren, aber rein theoretisch ist das möglich. Also man sollte sich an sowas dann besser nicht aktiv beteiligen, weil die IP-Adresse doch leichter zurückzuverfolgen ist, als man denkt. So viel zunächst mal zum ersten Teil der Fragen. Gleich gibt es noch ein Video, wo wir noch die zahlreichen weiteren Fragen der letzten Wochen beantworten werden. Und viele weitere Informationen sind auf unserer Webseite wbs-law.de zu finden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.